So, dann bin ich wieder mal beim Skyrim-Spielen. Herzlich willkommen beim Zugucken an alle Interessierten. Ja, ich habe ein kleines bisschen weitergespielt. Ich werde es einfach mal ganz kurz zeigen. Ich hatte gerade ein paar Testaufnahmen gemacht, um den OBS wieder richtig zu konfigurieren, damit ich sowohl Sound und Mikrofon als auch vom Spiel habe. Genau. Genau, ich hatte jetzt einen neuen Computer und kann jetzt wieder ein bisschen ordentlich spielen. Beim letzten Mal war es ja auch so, dass ich das abgebrochen habe, weil mein Spiel nicht mehr laden wollte. Es war immer so, dass es einfach abgestürzt ist, nachdem ich es gespielt habe. Das war ziemlich nervig. Ich habe auch keine Lösung gefunden. Weil davor ging es ja auch eine sehr lange Weile. Genau, und hier bin ich ja stehen geblieben. Und genau, wollte jetzt weiterspielen und um das ein bisschen anzugucken. Aber so gut, gehen wir weg. Es ist so, hier mit dem Helden geht es ja los und man kämpft es gerne durch nach hier. Ich bin ja dann einmal hier so angefangen, diesen See hier zu umrunden. Das war ein bisschen der Plan, einfach ein bisschen zu spazieren zu gehen, also was zu sammeln, Geld zu verdienen und Sidequest schon zu finden. Genau, und ich glaube, ich mache das jetzt hier erstmal, werde ich mich mal umgucken in dem Dungeon und danach einfach einmal weiterlaufen. Genau, ja, das Spiel so ein bisschen genießen, ist ja sowieso das Motto der Stunde genau und dann sollte ich auch mir immer noch ein bisschen angucken, wie unfassbar neblig es gerade ist. Es ist wirklich nicht sehr weit die Sichtweite, wenn man eingestellt wird, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, das Spiel jetzt auch mal in einer hohen Grafik sehen zu können, weil das ist schon... Das ist doch schon eine Novum, das hatte ich selten. Was für Fertigkeiten? Stufe? Achso. Oh je. Och je. Puh, außerdem kannst du ein bisschen später Zeitpunkt. Oder werden wir das sterben? Achso, oder ist es ein später Zeitpunkt? Aha, sehr gut, ja. Achso. Muss ich noch hin? Ich habe mich gesehen, ich meine, ich bin jetzt nicht so ein unfassbar guter Magierin wahrscheinlich, weil ich da auch gar nicht gut spiele. Ich glaube, deswegen werde ich mal so mit dem Ausdauer ein bisschen mehr fokussieren. Ich werde mal auf Ausdauer setzen. Aber, kann ich nochmal machen? Diesen grünen Bereich abzudecken. Schleichen, das geht sich, glaube ich, ganz gut. Was gibt's denn da? Schwerer zum Decken. Ja, auf jeden Fall alles ziemlich cool. Naja, auf jeden Fall ist schon eine Menge sinnvolle Sachen, die ich mir dann bei Gelegenheit mal angucken möchte. Ich glaube, ich werde das jetzt einfach noch mal ein bisschen aufheben. Verwendet zu verbessern 2. Das heißt, ich werde mir da noch mal ein bisschen intensiver Zeit für nehmen und geben. Um das zu machen. Das ist unfassbar schön, einfach mal umzuspielen. Ah, wir gehen jetzt mal wieder rein. Und genau, ich hatte einen Raum hier in dem Dungeon schon testweise leider bei der Aufnahme nicht ganz so gelungen.
glaube, das ist auch nicht ganz so. Buch ist nicht so drin, warum hier? So. Ja, ich weiß, wie man mit Büchern nicht umgeht. Das ist ein bisschen klein, aber. Das kann man von einem Buch erwarten, dass sie quasi in einer Grotte umgeht. Das ist auch wahrscheinlich nicht mehr die allerbeste Qualität. Die klassische Schiene, das sollte man sich dann auch eigentlich so nicht mehr ins Regal stellen. Übergreifen kann und dann am Ende hat man dann verschiedene Sachen. Also von daher ist es eigentlich auch nur konsequent, das jetzt hier nicht mitzunehmen. So. Mal die Waffe schon mal aus. Genau, und hier bin ich schon mal reingegangen und schön der Staub hier so rumpusten. So. Genau, und hier habe ich dann eine Magierin. Erwartet und ein Skelett, was da hinten liegt. Genau. Und dann musst du mehrere Anwand machen. Jetzt höre ich hier schon wieder. Leute. Aber wer macht sich denn hier auch so ein Gewölbe mit einer alten Ruine? Obwohl eigentlich bietet sich das natürlich an, eine alte Ruine am See sowas zu veranstalten. Ich auf jeden Fall, da ist noch ein zwei. Ja, ich hätte schon Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Gesehen, wie Rauch von den Kerzen raussteckt. Das ist ja unfassbar schön gemacht. Mein Spiel ist auch schon relativ alt mittlerweile, aber trotzdem eben sehr faszinierend. Ja, gut, aber ich glaube, ich werde mir den Raum mal vorknöpfen. Das wird wahrscheinlich scheitern, so viel kann ich nämlich schon mal vorher sagen, aber. Achso, ja, bevor wir hier gleich losrennen und scheitern, 23 Eisenbeine, ich habe echt nicht mehr viel. Das heißt, sonst muss ich alles mit den beiden Waffen mir anlegen. Na gut, ja, auf jeden Fall. Ganz kurz gucken, was wir haben. Ja, das ist also schon die richtige Rüstung. Fellstiefel. Rüstung 6. Fellstiefel. Rüstung 6. Okay, das ist auch das. Gut. Ich weiß gar nicht, kann ich die Robe einfach rüberziehen? Über meine leichte Rüstung? Das ist ja cool. Nee, das geht leider nicht. Okay, dann wird die leichte Rüstung ersetzt. Ja, nee, da kann ich nicht. Also dafür bin ich auch zu wenig. Schuld aktuell. Naja, 12 Literchen, alles klar. Gut, wie machen wir es? Ich stehe da ja relativ unbeteiligt hier einfach so rum. Ich werde meditieren oder irgendwas tun. Das ist ganz schön eklig am Tisch. Die ganzen Holzmöbel müssen doch alle verrotten. Naja, die sind ja auch extra behandelt. Aber naja, es gibt hier Drachen und Magie, oder warum soll das nicht? So, man könnte hier durchschießen und sich dann hier nochmal verziehen. Wir hoffen, dass nur eine Person kommt, weil ich bin ja auch versteckt. Wir machen das einfach mal. Ich speichere jetzt hier mal ab. Ich kann das sicher aus. Wir ziehen jetzt hier mal einen Bogen. Vielleicht klappt das ja auch. Was war das? Oh was, sie wiederbeleben die... Hallo? Wer ist da? Jetzt habe ich mir ja selbst ein Bein gestellt. Das ist auch richtig, richtig unnötig. Da kommt jetzt hier schnell wieder in den Versteckmodus zu wechseln. Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Vielleicht soll ich die auch einfach am Leben lassen erstmal und mich dann durchschleichen. Ich glaube, die Chance ist hoch, dass das klappt.
weiß nicht, ob das jetzt noch klappt, wenn wir sie so ein bisschen... Oh mein Gott. Sie sieht aber... Sie ist doch jetzt wiederbelebt worden. Naja, auf jeden Fall, ich bin ja auch jetzt Stufe 3. Auf jeden Fall gruselige Sounds, muss ich sagen. Sterben, aber diesmal nicht durch mich. Ja, da liegt sie jetzt rum. Liegt sie jetzt rum, dieser blaue Haufen. So, die beiden sind jetzt wieder hier. Ich müsste halt durch das Licht durchschleichen. Und das ist natürlich ein Sprint. Vielleicht sollte ich mir das auch nochmal anders überlegen und einfach nicht jetzt gleich. Ich glaube, ich mache es wieder. Jetzt hier mal ganz kurz. Aus eurem Fell mache ich mir einen schönen Teppichkätzchen. Na, komm ran. Ich werde euer erbärmliches Leben beenden. Aber was mich ein bisschen, ich habe ein Plugin installiert, was das hat wohl verändert. Was mich jetzt nicht völlig verwirrt hat, ist Tatsache, dass ich gar nicht gesehen habe, wie viele Lebenspunkte so die anderen noch haben. Deswegen werde ich das jetzt mal ganz kurz angucken hier. Bin da ein bisschen hilflos, werde das aber rausfinden müssen. Sonst ist es natürlich auf jeden Fall mega schwierig, das irgendwie zu machen. Stealth Indicator ist an. Das ist auch an. Naja, wir können es jetzt mal rausfinden. Nein, bei mir sehe ich es ja. Aber. Hat man schon mal. Ne? So. Lebensart. Oh, da hinten ist Schiffs.
ich mal recherchieren. Himmelsrand, dürfte jetzt vielleicht auch schon wieder Tag sein. Ne, es ist immer noch. Es gibt ja hier noch dieses Gebäude. Ich glaube, da werde ich mal beim nächsten Mal weitermachen. Und genau, beende hier mal die Aufnahme und schau mir das mal an, wie das alles geworden ist. Bis zum nächsten Mal.